Ja, großer Koalitionsgipfel und tatsächlich diese Bundesregierung nach 8 Monaten Vorbereitung hat etwas Gutes beschlossen, nämlich die Abschaffung der Praxisgebühr. Aber leider mit einem Haken. Denn dafür kommt jetzt das Betreuungsgeld. Die FDP ist umgefallen. Das Betreuungsgeld soll zum 1. August 2013 an den Start gehen, pünktlich vor der bayerischen Landtagswahl. Ein Schelm, wer da an Wahlkampf denkt. Ich kann nur sagen, wir werden uns mit diesem Betreuungsgeld nicht abfinden. Das werden wir versuchen, auf dem Klageweg noch zu verhindern. Wir werden eine Normenkontrollklage einreichen. Das Land Hamburg prüft, ob es überhaupt eine Zuständigkeit des Bundes für dieses Thema gibt. Aber unterm Strich muss man fairerweise auch sagen, Klagen, das dauert Zeit. Die sicherste Methode, das Betreuungsgeld doch noch zu verhindern und das Geld in den Ausbau von Kitas zu investieren, ist schlicht und ergreifend, diese Bundesregierung im nächsten Herbst abzuwählen. Thank you.